Hallo und herzlich willkommen hier auf der Veranda, auf der Terrasse der Messehalle 3.1 auf dem Messegelände in Frankfurt. Natürlich anlässlich der ProLight in Sound 2018. Markus Scholl hier von HK Audio, wenn ich es noch nicht gesagt haben sollte. Wir haben den größten Produktlaunch der Firmengeschichte und da warten natürlich eine Menge Produktfamilien auf euch zum Entdecken. Doch bevor wir das tun, mache ich einen kleinen Rundgang mit euch über den Stand. Jetzt neben mir steht der Marc, unser Produktmanager für die ganz großen Angelegenheiten in unserem Portfolio, den PAs, die für den Tourbereich besonders geeignet sind. Marc, erzähl uns erstmal, für welche Produkte du Pate stehst als Produktmanager. Ja, hallo. Wir sind hier am HK Audio Stand auf der diesjährigen ProLight & Sound 2018. Wie Markus schon sagte, wir haben hier sehr, sehr viele neue Pro-Audio-Produkte am Start. Also eigentlich unsere komplette Produktrange einmal umgekrempelt und neu gestaltet. Wir haben uns in den letzten Jahren viele Gedanken darüber gemacht, was die moderne, professionelle und ambitionierte Rental Company heutzutage braucht im Verleiheralltag, welches Werkzeug dort benötigt wird, was so die Hauptansprüche sind. Weil bei immer geringer werdendem Budget für die Tonanlage ist es schon ein Problem, heutzutage noch damit Geld zu verdienen. Gehen wir einfach mal rüber an die Contour X-Serie. Das ist die neue Contour-Serie, beziehungsweise löst die alte Contour-Serie ab. Es war für uns nicht einfach, da nochmal eine ordentliche Schippe draufzupacken im Vergleich zur alten Contour-Serie, weil die einfach schon sehr gut entwickelt war und sehr gut sich auch verkauft hatte. Unsere Entwicklungsingenieure haben es dennoch geschafft, akustisch da auch nochmal ordentlich eine Schippe draufzupacken, angefangen von den großen, komplett neu designten Hörnern, die eine sehr präzise, genaue Abstrahlcharakteristik von 70x55 Grad ermöglichen. Des Weiteren haben wir auch neue Speaker integriert, die auch einfach ein bisschen mehr Low-End liefern für moderne Musikstile heutzutage. Wir haben hier auf dem Gehäuse eine PU-Beschichtung drauf für bestmöglichsten Schutz. Das ganze Gehäuse weist ein IP44-Rating auch auf, also gegen Spritzwasser geschützt und gegen Schmutz. Wir haben neue Speakon-Connector hier eingebaut, Anschlüsse im Deckel wie auch im Boden. Natürlich die zwei obligatorischen auf der Rückseite sind geblieben. Somit kann man auch einfach für den Monitorbetrieb das Ganze optisch schick durchverkabeln. Auch hier die Dichtschutzkappen drauf für die IP44-Klassifizierung. Wir haben einen komplett neu designten U-Bracket hier, einen neuen Flugbügel entwickelt, der für das 12er Modell funktioniert, wie auch für das 15er. Er ist sehr schnell zu arretieren und zu demontieren mittels Quick-Release-Pins, die gesteckt werden können. Für die 8er, für die CX8 haben wir auch ein L-Bracket, das wir anbieten. Des Weiteren haben wir hier auch neue Einpunkt-Zur-Punkte integriert. Der Stud dafür ist selbstverständlich direkt schon mit dabei. Wir haben auch in jedem Modell ein neu integrierter Pin-Assignment-Switch, der wahlweise das Input-Signal auf 1++ oder 2++ frei wählen lässt. Und somit kann man auch ein Zwei-Wege-Monitoring ziemlich schnell und einfach auf der Bühne mittels NL4 durch Verkabelung realisieren oder einfach in bestehende Fremdsetups die Lautsprecherboxen integrieren. 8 Zoll 1 Zoll, 12 Zoll 1,4 Zoll, 15 Zoll 1,4 Zoll. Das sind die Standardmodelle, die wir im Moment in der Contour X-Serie anbieten. Zu erwähnen sind hier auch unsere neuen Subwoofer. Hier haben wir den CS118, der neuen Single 18 Zoll Sub stehen, die perfekte Ergänzung einfach für die Contour X-Serie Lautsprecher, aber auch für das Cosmo Linery-System, zu dem wir gleich rübergehen werden. Wir haben auch einen Doppel-18er im Portfolio. Neu integriert auch die frontseitigen Speakon-Anschlüsse, einfach für Cardioid-Setups zur besten Verkabelung. Auch hier wieder IP44-Rating, PU-Beschichtung und alles im Track-Lademaß gebaut. Gehen wir mal rüber zum Cosmo Linery-System.
Wie anfänglich erwähnt, haben wir uns die letzten Jahre viele Gedanken darüber gemacht, was sind die Ansprüche, die Bedürfnisse heutzutage der professionellen Randall Company bei immer geringer werdenden Budgets für die Tonanlage. Und wir sind zu dem Schluss gekommen, die Wirtschaftlichkeit steht ganz, ganz klar an erster Stelle. Sprich, Fakten wie Schnelligkeit im Auf- und Abbau, Manpower, wie viele Leute brauche ich, um das System zu handeln, um es auf- und abzubauen, Truckspace, klar, der Invest. Und hinter dem neuen Cosmo-Konzept stecken im Prinzip drei Aspekte. Zum ersten ist das geniale Handling, die Rigging-Hardware haben wir übernommen von dem 2003er Cohitra-System. Das ist die 3-Punkt-Rigging-Hardware mit dem bereits bekannten Compressed Mode, wie auch Fixed Mode. Wir haben den Compressed Mode nochmal dahingehend verbessert, dass er jetzt noch simpler ist, noch schneller ist, noch einfacher zu verstehen ist. Der Fixed Mode ist geblieben. Man hat die Wahl bei kleinen Hangs. Mit geringer Anzahl von Top-Teilen kann man den Fixed Mode wählen. Für größere Hangs empfiehlt sich der Compressed Mode. Die herausragende Akustik, gerade im HF-Bereich, wird erreicht durch unsere MCT-Technologie. Das ist der Multicell-Transformer. Man stellt sich ein Horn vor, das aus 13 kleinen einzelnen Hörnern besteht. Somit werden die Verzerrungen jenseits über die 20 kHz verschoben. Und man erhält somit einfach mehr nutzbaren Schalldruckpegel im HF-Bereich. Ja, unterm Strich, der dritte Punkt ist halt die hohe Wirtschaftlichkeit. Wir haben hier ein kompletter Baukasten, wenn man das so sehen möchte. Wir haben hier drei verschiedene Top-Teil-Units. Zum einen haben wir die Doppel-6,5-Zoll C6-Unit, dann haben wir die Doppel-8-Zoll C8-Unit und die Doppel-10-Zoll C10-Unit. Alle bestückt im Hochton mit dem gleichen 1,4-Zoll-Treiber und der MCT-Technologie. Der Clou hier ist, man kann individuell die drei verschiedenen Units miteinander kombinieren. Ohne Adaptionsrahmen oder irgendwelche aufwendige Hardware-Geschichten. Man erlangt somit ein asymmetrisch abstrahlendes Array. Die C6-Unit macht 100 Grad in der Horizontalen, die C8-Unit 80 Grad, die C10-Unit 60 Grad. Somit kann man individuell für jede Veranstaltung sein Array anpassen. Man kann natürlich darüber hinaus mit jeder einzelnen Unit auch nochmal einzelne Hangs natürlich realisieren. Groundstack-Anwendungen wie üblich auch natürlich möglich. Transportlösungen sind alle im Tracklademaß gehalten, damit das unterm Strich halt wirklich sehr wirtschaftlich ist. Die Aufbauzeit ist extrem schnell, gerade mit dem Compression Mode. Es kann auch von einem Mann sogar im Notfall gehandelt werden. Und wir sind überzeugt, dass das neue Line-Array-System, das Cosmo Line-Array-System, einfach für Aufsehen sorgen wird in der Kompakt-Size-Klasse der Line-Arrays. Und es setzt neue Maßstäbe in Punkt Wirtschaftlichkeit. Danke. Eine Menge Neuheiten, wie ihr gesehen habt. Und danke nochmal an Marc, der uns das so formidabel erklärt hat. Besser hätte ich selbst nicht sagen können. Noch mehr Neuheiten bald auf diesem Kanal.